Aber ist so komisch. Kennst du die Leute, die irgendwo neben der Straße sitzen mit einem College-Block und dann immer Strich machen, wenn ein Auto vorbeifährt? Also das ist ja krank, Alter. Wie viele Leute machen das? Die kriegen gut Geld dafür. Naja, aber trotzdem, ey. Für irgendeine Studie, ey. Das ist wirklich analysiert alles. Ja, der macht pro Auto einen Strich. Bei uns haben sie richtige Zielwerke. Da hast du richtige Klicker, wo du denn LKW drückst, Transporter drückst, PKW drückst. Das ist ja krank, sowas. Und für einen Tag kriegst du da, ich glaube, 150 Euro. Okay, wo kann ich anfangen? Wenn du da 8 Stunden sitzt. Ist egal. Muss ja nicht stimmen. Ja, ganz simpel mal gesagt. Du, da sitzen dann aber nicht nur einer, da sitzen dann 2, 3 an der Kreuzung und zählen auch. Ja, aber wenn es jetzt nicht punktgenau stimmt, wird es ja keinen interessieren. Ja, das ist wahrscheinlich nicht, aber du darfst ja wahrscheinlich auch nicht 50 LKW auslassen. Nee. Ja, aber jetzt kleine Abweichung. Kleine Abweichung kannst du immer haben. Ja, wir haben es heute auch dann einfach manchmal ignoriert. Ich meine, in unserem Lager hat eh nichts gestimmt. Ja, wenn du alles mit nach Hause nimmst, immer. Aber der Punkt ist ja, was man sich normalerweise denkt, dass es bei der Inventur da die ganzen Lagerbestände weniger sein sollten, als was laut Software da sein sollte. Und bei dir, bei euch war mehr. Genau. Es ist aber, alle möglichen Produkte waren mehr. Ja, es ist eh besser als besondere. Also nicht, dass jetzt irgendjemand einfach was rausgenommen hätte, ohne zu buchen, sondern es war einfach mehr da. Ja, hat jemand reingetan, ohne zu buchen? Das glaube ich eher nicht, weil die Warenannahme wird schon gemacht, nur es wurde halt irgendwie vielleicht was rausgebucht, das ging aber dann drüben wiederum nicht rein bei der Station, wurde aber dann nicht zurückgebucht. Und was will ich denn hier? Das kann natürlich auch sein, aber trotzdem ist okay. Es ist ein seltener Fall, dass mehr da ist, als es sein sollte. Das hat bei uns oft. Aber in dem Fall musst du einfach hingehen und sagen, das war nicht da und das war nicht da. Ja, aber sehe ich so besser. Trotzdem merkt man, dass der Haufen nicht gestimmt hat. Was machen wir jetzt mit dem Rest hier? Weg, grober, fertig. Dann schon merkwürdig, wenn dann so irgendwie eine Differenz von 300 Stück ist. Ja, weiß ja nicht. Ja, aber vielleicht sind mehrere Leute gestorben, aber sie haben das halt nicht gebucht. Da können wir kurz den Rest hier noch mitnehmen. Das ist auch noch eine coole Frage, die wir haben. Irgend so ein Raum, also es ist ein Hohlraum da. Wir kommen aber da ja nicht rein. Das ist quasi von Räumen her, existiert quasi ein Hohlraum dort. Okay. Wir wissen aber nicht, was dort ist und deshalb sind da wahrscheinlich alle Leichen drin. Obwohl wir diesen Platz eigentlich gut gebrauchen können. Also müssen wir mal die Wand aufbauen. Gut, das ist wieder eine Arbeit für Sascha. Ja. Lochbohrer mitnehmen. Hammer und Meisel, ey. Hammer und Meisel. Problem ist, du bräuchtest ja einen Lochbohrer. Naja, eigentlich ist es ja... Auf der einen Seite ist es ja, wenn es hohl ist, müssen es ja Holzplatten sein. Ja, können auch kleine Ziegel oder Ringgipsplatten oder sowas sein. Ja, aber Ringgips ist ja auch irgendwie holzähnlich, oder? Nein. Sag dein Name schon, Ringgips. Ja, aber Gips oder kommt man ja auch mit Holzbohrer durch, oder? Oder Gipskartonplatten, wie man sie bei euch nennt. Ich kenne mich ja nicht aus mit der ganzen Mist. Das ist einfach so, Gips ist so eine Art wie Beton halt, nur ein bisschen. Genau. Und dann gibt es sie für Feuchtraum und Nicht-Feuchtraum. Imprägnierte oder nicht? Genau. Achso, das sind dann also alles Regipsplatten. Ja, so. Genau. Und dann brauchst du ein Metallgestell dafür, um die dann festzuschrauben und. Ja, so oder wie unser Haus halt auch ist. Genau. Ihr habt da auch alles Regips. Und die Bart hast du zum Beispiel... Und das Bad ist ja wegen Wasser extra. Das genau, da ist dann die blauen Platten. Oder grün, ja. Grün zu sehen. Musste ich auch extra kaufen. Stückchen teuer. Keine Ahnung.
Gut, dann haben wir wieder was gelernt. Die Frage ist halt, wie lange es schon Regis gibt, weil oder das Haus steht schon etwas länger. Es könnte auch Ytong sein. Tongsteine, ja. Lassen sich auch gut verbauen. Zum Beispiel. Oder wie waren die alten Platten? Heraklitplatten, können es auch sein. Das okay, ist jetzt zu komplex. Das alte Gebäude ist eher Heraklitplatten. Und dann verputzt oder so. Die Frage ist halt, wann die das renoviert haben, weil von Wandfarben so alt sieht es noch nicht aus. Also tausende Schremmen sind noch nicht dran an der Wand. Ja, aber das ist ja nur Wand. Ja. Ich weiß ja nicht, was darunter ist. Das ist ja Putz drauf wahrscheinlich. Das stimmt wohl, aber keine Ahnung. Weg. Ich weiß auch noch nicht, wie lange es das Ganze gibt dort so. Ah, genau. Ich habe übrigens das Dienstauto gefunden. Könnt ihr mal die Geschichte durchlesen? Wer liest denn gerne Geschichten? Ist immer wohl durch mit Ding. Ja. Ziel ist zugedeckt. Ich hab mich gerade eh schon gewundert, was unser guter Mitarbeiter macht. Ich meine, der war nicht da. So, wir haben 57. Bauen meine Hause. Waschen. Bunkersilo wurde abgedeckt. Viele Bunker haben wir eigentlich? Weiß ich gar nicht. Sehe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5 würde ich mal schnell behaupten auf der Karte. Was soll ich jetzt anpflanzen? Mais. Dann muss ich ja die andere Saatmaschine nehmen. Ja. Das weiß ich nicht. Da hat mich vorhin, dass das der Gruber war. Der Gruber stand aber komplett woanders. Und ich hab sie nicht wieder weggeräumt. Na, gib Gumbe da vorne da. Hopp. Oh Gott. Ich hab grad einen Unfall verursacht. Zum Glück haben wir Vollkasko. Eigentlich könntest du mir ja deinen Träger geben. Nee. Du passt ja nicht. Das wäre also angenehmer als hier mit 7 km/h entlang zu fahren, aber. Soll ich mit dem Hänger machen dann? Irgendwo hinstellen? Jetzt gehen wir mal waschen. Katzenwäsche und so. Oder du fährst zum Händler und besorgst schon mal hier Schaufeln. Ja, das kann ich auch machen. Frontlader und Schaufeln. Das können wir brauchen, ne? Aber erstmal waschen. Waschanlage auch nicht reingetan. Das Personal hier mal ein bisschen planen. Moin. Schön sauber machen, wenn du schon so dreckig gemacht hast. Ich hab meinen auch schön sauber gemacht. Du kennst ja keine Fahrzeugpflege, du. Du hast ja kein Fahrzeug. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Was ich hatte mein Fahrrad. Was macht überhaupt den Roller? Ja, ich habe auch einen Roller. Damit fahre ich auch noch. Lebt er noch? Natürlich. Noch nicht Schrott. Nein. Der war doch mal Schrott. Nein, der war auch nicht Schrott. Aber er war kaputt. Nein. Aber er ging nicht an. Irgendwas hat das gemacht. Ja, da war nur das Magnetrelay defekt, aber der sprang trotzdem noch an. Mai. So, fahren wir da. Komm. Für so einen großen Hänger haben wir gar keinen Platz. Ey. Dann siehst du mit den Spiegeln halt wirklich gar nichts. Ja. Voll sinnlos die irgendwie. Ja, dass du irgendwie das Feld siehst oder irgendwas, du siehst halt die Luft. Das ist voll komisch. Wenn ich nicht sehe, wo das Feld ist, bin ich schlecht. Oder wenn ich hinten nicht sehe, wo ich gerade bin, ein Anhänger. Das ist eigentlich ein Fahrzeug, siehst du gar nichts.
Türklinge. Den hast du dort hinten irgendjemand mit einer Sandmaschine ist, aber. So, ich fahr mal zum Händler. Shopping. Also ich bin der Buchhalter. Können wir uns das überhaupt leisten? Ja, mit dem momentanen Geld, was wir haben, ist halt ein bisschen knapp bei der Buchhaltung. Ist erst am Donnerstag wieder dran. Was ist am Donnerstag? Eine Buchhaltung. Achso. Was sagt denn unsere Buchhaltung? Wie viel Geld haben wir noch, ey? Sag mal, sprich. Ich habe leider keinen Überblick über unsere Finanzen, weil ich nicht weiß, welche Geschäftsfälle passieren in unserem Unternehmen, weil ich keinen Einblick auf die Geschäftsfälle bekomme. Doch, was wir Ausgaben haben am Tag, das siehst du ja. Und ich keine Belege von. Die Fahrzeugübersicht siehst du ja. Die Finanzen siehst du ja ganz mal in der Escape, oder? Gar nichts, weil ich kein Geld habe. Oder sehe ich das? Escape, Finanzen müsstest du ja nochmal sehen. Doch, sehe ich sogar. Eben. Kacke. Dass ich da auch Filme habe. Nee, Moment. Finanzen, ja. Dieser Mittwoch, Donnerstag, heute. Könnten wir da vielleicht irgendeinen Mod mal schreiben, der mir das jetzt mal wunderschön hier aufklären würde? Das siehst du ja, wie viel Geld wir haben. Oder? Warum gibt's eigentlich so einen Mod? Wir haben minus 32.000. Nee, aktuell haben wir 3.500. Siehst du? Also sehe ich nie, wie viel Geld wir haben. Kontostand 0. Achso, okay, ja. Die da ist nicht. Die neue Finanzen gesamt, ich sehe, wir haben einen Kredit von 155.000. Jetzt sind wir wieder auf dem Kredit. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir besitzen. Ja, 3.500, habe ich dir gerade gesagt. Was ist Eigenkapital davon? Wir müssen eine ordentliche Bilanz aufstellen. Ja, ich habe jetzt auf dem Konto 3.500. Ist aber ja nicht Eigenkapital. Ich meine, wir haben eigentlich überhaupt kein Eigenkapital. Nee, wir haben nur mit Kredit gearbeitet. Wir haben ja nur einen Kredit. Rechnungen haben wir keine mehr offen. Ist alles bezahlt, oder? Kommt immer darauf an, definier alles bezahlt. Ist ja alles bezahlt, wir machen ja nichts auf. Auf C. Weil wir ja Ware kriegen, müssen wir ja cashen. Es ist ja ganz simpel. Also haben wir nicht mal Forderungen. Forderungen haben wir schon verbindlich. Da welche vermisst. Du weißt selbst nicht, was du machst. Wir haben kein Eigenkapital, wir haben nur Kredit. Und ja. Und wir müssten am Ende schon Eigenkapital rauskriegen. Bin ich noch nie reingegangen. Wir müssten halt jetzt wissen, wie viel so ein Trecker wert ist. Kann ich dir sagen, wenn wir verkaufen wollen. Ja, also ja trotzdem. Und wenn er wie, ob er sauber ist, repariert ist, ne? Ja, die Frage ist, wie wird das denn eigentlich gemacht? Fahrzeug reparieren, ganz einfach. Ja, wir hatten aber, naja, wie das jetzt gebucht wird, Fahrzeugwert. Weil Fahrzeuge verdienen ja mit Wert, da muss es ja eigentlich irgendwelche Formeln geben, die berechnen quasi, wie viel so ein Gerät noch wert ist. Ja, das geht irgendwie auf Tage noch. Gewissen Tag hat er keinen Wert mehr. Ich glaube sogar jeder Modder. Also so weit sind wir jetzt noch nicht vorgedrungen. Ich glaube, das kann sogar jeder Modder selbst festlegen, wie viel Wert der hat dann. Es geht jetzt um Realität. Ja, in Realität geht ja auch gleich. Das Fahrzeug hat nach 5 Jahren keinen Wert mehr und jedes Jahr verlierst du viel Prozent am Wert. Fertig. Ehrlich. Ja, aber nach 5 Jahren ist es ja trotzdem eigentlich nichts wert. Nicht mehr nichts wert. Immer ist es ja trotzdem wert, der ja, da ist. Ja, aber nur noch ein Teilwert halt. Wenn das Auto, weiß nicht, 20.000 gekostet hat, nach 5 Jahren kriegst du halt nur noch 8.000 oder so. Was, ob man das dann so aufschreibt oder ob sich das dann einfach. Weiß ich nicht. Ja, da gibt es noch eine Formel. Wie viel es im Jahr verliert und so Scheiß. Das ist natürlich abhängig von welchem Auto, Marke und alles. Ja. Das kommt erst noch alles. Ich hab's da wohl schon. Warum gibt's da keinen Mod, der das eigentlich mal irgendwie grafisch darstellt? Ja, kannst du ja gern probieren, du kennst dich ja aus mit Lua.
Eigentlich hast du